Ich würde gerne kurz was erzählen. Also wir hatten vorher, wir haben die Möglichkeit bekommen, die Bücher der anderen Autoren zu lesen. Iris habe ich jetzt leider nicht gelesen, weil sie so kurzfristig eingesprungen sind. Aber ich möchte kurz erzählen, also für mich, ich habe mit dem Buch von Herrn Dos Santos angefangen, nämlich mit dem Einstein-Enigma-Buch. Und habe dann beim Lesen bald einmal mir die Frage stellen müssen, ist ein gutes Buch denn was Gutes, so grundsätzlich? Ich erkläre, was ich damit meine. Es ist ein hervorragendes Buch, es ist ein grandioses Buch. Was ist passiert? Ich habe bis spät in die Nacht gelesen, ich habe eine sehr kleine Tochter, die früh aufsteht. Ich war eine Woche lang nicht wirklich lebensfähig, weil ich so müde war. Weil ich bis in die Nacht lesen habe müssen. Ist das was Gutes in meinem Leben, wenn ich so ein gutes Buch aus Versehen in die Finger kriege? Das habe ich mich gefragt. Aber dann habe ich es zu Ende gelesen und dann habe ich mit meinem Mann sehr lange Gespräche gehabt und habe ihm erzählt, was dieses Buch in mir bewegt hat und wie radikal mich das bereichert hat. Denn in diesem ersten Buch, ich weiß jetzt gar nicht, wie Sie das sagen würden, worum es da geht, also letztendlich geht es sehr wissenschaftlich aufbereitet um die Frage, was man glauben darf, was man wirklich wissenschaftlich fundiert glauben darf. Letztendlich geht es auch um die Frage, wer oder was ist Gott? Und für mich, wer mein Schicksal kennt, den Tod meiner Familie, meinen festen Glauben, dass die noch irgendwo da umadum sind und bei mir sind, ist das ein sehr heikles Thema. Wenn man mir sowas erklärt wie, Gott ist nicht der Mann mit dem weißen Rauschebart und die Engel schweben jetzt nicht herum. So, aber Herr Dos Santos hat es geschafft, mir meine Sicht nicht zu nehmen, sie aber so zu erweitern, dass ich sogar mit der Vorstellung, dass Gott nicht ein Mann mit weißem Rauschebart ist, ab jetzt leben zu können. Also hat mich dieses Buch enorm bereichert und war es die 7 schlaflosen Nächte.